Ja, Montag ist immer eher ein stressiger Tag, weil der halt erstmal schon ganz früh anfängt. Ich stehe jeden Montag um 4.30 Uhr auf, weil mein Flieger von Saarbrücken hierher um 6.30 Uhr schon geht. Und dann geht das halt hier im Stundentakt mehr oder weniger mit internen Besprechungen, Bürobesprechungen, gucken, wie man die Post erledigt, die aufgelaufen ist. Und dann halt eben auch so nette Termine wie eben mit Herr de Femme. Und heute Mittag noch mit den Frauen von Pro Quote Regie. Und das, ja, deshalb habe ich gesagt, das ist heute mal ein Kulturtag, weil sozusagen zwei solche Sachen an einem Tag hat man eben selten. Und das sind auch immer, wie ich finde, sehr schöne Termine, weil man halt eben einfach auch das Gespräch mit den Menschen hat und dann halt auch, wie soll ich sagen, noch ein bisschen Feedback bekommt, ist das, was man an politischen Entscheidungen trifft, was man an politischen Rahmenbedingungen setzt, eben auch das, was die Menschen brauchen und wollen, trifft das den Nerv oder eben auch nicht. Ich Facebooke und twittere und manchmal denke ich auch, oh Mann, jetzt hatte ich gerade einen Termin und so schöner Termin und habe vergessen, irgendwie was zu posten. Aber manchmal ist man auch ein bisschen getrieben von den Terminen, die man hat und Ereignisse, die plötzlich reinkommen in den Tagesablauf, der halt vorher gut durchgeplant war und dann alles durcheinander wirbeln. Aber das gehört halt eben dazu. Was macht am meisten Spaß? Alles.